mit Inline-Skates an den Füßen springt. Ein fliegender Inline-Skater hat... Bei diesen Bildern hier wird man schon beim Hinschauen schlecht. Der Wiener Profisportler Matthias Stelzmüller ist mit dem... Sprang aus 4000 Metern Höhe mit Inline-Skates aus dem Helikopter, muss man tatsächlich sagen, um mitten in Wien auf der Reichsbrücke zu landen. Also, dass wir wirklich Geschichte geschrieben haben mit dem Projekt, ist mir erst so richtig bewusst geworden, wie die Boutique Filmproduktion ihr Insta-Reel veröffentlicht hat und dort drunter geschrieben hat, wir haben Geschichte geschrieben. Und ich habe da mal drüber nachgedacht und habe mir eigentlich gedacht, erstens mal war es schon ziemlich episch, was wir da gemacht haben, und ja, die Aufnahmen, die nimmt uns nie wieder irgendwer weg. Ich glaube, der Sinn davon, so ein Projekt in Zeiten wie diesen zu machen, ist größer als je zuvor, zumindest in Zeiten, an die ich mich erinnern kann. Weil der Punkt ist, erstens einmal ist der Tourismus geschwächt und man muss eigentlich wieder den Tourismus ankurbeln und in der Welt herzeigen, wofür Wien steht, und vor allem wieder ein junges Publikum anlocken, was wir, glaube ich, mit diesem Clip schaffen. Gerade in Zeiten, wo man sagen muss, dass eigentlich die Menschen oder viele von Angst durchzogen sind und man vor allem viel Angst hat vor der Fremde, viel Angst vor großen Herausforderungen, dass man es trotzdem schafft, wenn man an etwas glaubt, gewisse Grenzen und Barrieren zu überwinden und vielleicht da auch anderen wieder damit Mut zu machen, aus sich herauszugehen und Sachen zu probieren, an die man vielleicht nicht unbedingt glauben würde. Und ich, wenn das Projekt ein bisschen dafür steht und vielleicht beim einen oder anderen bewirkt, dass er auch über seine Grenzen hinaus wächst, so wie wir das alle getan haben, ich glaube, dann ist das schon eine sehr schöne Geschichte. Mein Name ist Matthias Stelzmüller, ich bin ehemaliger Shorttrack-Eisschnellläufer und ich durfte aus dem Helikopter von Thomas Morgenstern mit Inlineskates und Fallschirm mitten über Wien abspringen und direkt auf der Reichsbrücke landen. Mit meinem Projekt Skate the World versuche ich, Städte und Länder aus einem komplett eigenen Blickwinkel herzuzeigen, und jetzt für meine Heimatstadt wollte ich mir natürlich mal was ganz Besonderes überlegen, und ich glaube, im Sturzflug auf Wien zuzurasen ist schon ein sehr einzigartiger Blickwinkel, den wir natürlich noch mit vielen coolen Skate-Aufnahmen in Wien verbinden werden. Also ich bin ja auch Sport- und Reisejournalist und ich hatte auf den Reisen immer meine Inlineskates dabei. Aus dem einfachen Grund, weil man mit den Inlineskates die Viertel sieht, in die man sonst als normaler Tourist nicht kommt. Sonst handelt man sich meistens von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten. Und mich hat aber immer an Städten vor allem das fasziniert, was noch da ist, wenn die Touristen weg sind. Am Anfang erzählt man diese Idee natürlich den Freunden, den Bekannten, den Verwandten. Und ich muss sagen, ich bin da eher auf ein bisschen Widerstand gestoßen. Die meisten haben sich wahrscheinlich gefragt, was ist jetzt schon wieder mit ihm los? Was geht in dem seinem Kopf schon wieder vor? Und ich habe dann eher gemerkt, wenn ich das durchziehen will, dann sollte ich es eher für mich behalten, mal gut vorbereiten. Und ich habe dann auf dieser Reise bis zur Reichsbrücke sukzessive immer mehr Leute mit eingebunden, wo ich gemerkt habe, okay, dem kann ich jetzt diese Idee anvertrauen. War auch ein Wahnsinn. Ich sage mal, wahrscheinlich die wichtigste Eigenschaft, um so ein Projekt umzusetzen, dass man es schafft, andere für verrückte Ideen zu begeistern. Man muss zwar selbst so sehr dran glauben und das so sehr wollen, dass man dann vielleicht auch diese Begeisterung rüberbringen kann, aber ohne der hätte es nie funktioniert, auch so ein cooles Team zusammenzustellen. Aber wie ich dann gemerkt habe, okay, jetzt wird es ernst und wir können es durchziehen und es geht sich noch aus in diesem Jahr, bin ich mal auf die Suche gegangen, okay, wer filmt mir das Projekt, wie kann das ausschauen? Und die erste Idee war einfach mal, ich werde da irgendwo auf der Brücke ein, zwei Kameramänner haben und cool wäre noch ein Drohnenpilot. Dann bin ich durch Zufall auf den Walter Kirsch gekommen, einen FPV-Drohnenpiloten, meines Wissens einer der besten in Österreich oder sogar in Europa, und habe dem von der Idee erzählt und der war gleich Feuer und Flamme dafür und hat gesagt, ja geil, er ist dabei, ich soll mal reden mit dem Flo in Wien. Habe ich den Flo getroffen, der Flo auch Feuer und Flamme für die Idee. Der Flo hat dann gesagt, du musst mit dem Rainer reden. Der Rainer hat sich das angehört, da habe ich schon gemerkt, der ist ein bisschen skeptischer, der hat schon gemerkt, dass das ein bisschen ein größerer Umfang wird als zwei Kameras und eine Drohne, und ich glaube, der hat relativ schnell auch ein
ein Bild oder eine Vision entwickelt, wie er sich das vorstellt. Und er hat gesagt, aus, es geht jetzt nicht mehr, hat schon Bauchschmerzen, wir müssen jetzt eine Produktionsfirma dazu holen, eben die Boutique mit dem Damasch und dem Sascha. Und die haben das dann nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, also dass dann am Schluss nicht zwei Kameraleute und ein Drohnenpilot dort stehen, sondern sieben Kameraleute und drei Drohnenpiloten und insgesamt dann noch Kameraassistenten, Fotografen und ich meine, die Ground Crew insgesamt waren fast 100 Personen mit allen, die da involviert waren, mit Polizei und Magistraten, und das hat dann schon nochmal eine andere Dimension eben erreicht. Und einer von den Kameraleuten, den ich noch dazu gebracht habe, hat dann gesagt, eigentlich ist das gute Leitmotto für unseren Dreh, well, that escalated quickly. Und ich glaube, das passt wie die Faust aufs Auge. Also wie ich wirklich in die Umsetzung gegangen bin mit dem Projekt, habe ich mir schon gedacht, dass es schwierig sein wird, sowas zu genehmigen, vor allem weil ich meine Heimatstadt doch ganz gut kenne über mein Magazin. Und ja, das ist dann aber drei Stellen von der Austro-Control, die Polizeidirektionen vom 22. und vom 2. Bezirk, beide Bezirke und ungefähr sieben Magistrate werden, hätte ich mir doch nicht gedacht. Und die alle in Einklang zu bekommen und allen ihre Wünsche zu erfüllen und Vorgaben, das war, glaube ich, die größte Challenge bei dem Projekt. Aber auf der anderen Seite besonders schön, wenn man es dann schafft, sowas legal durchzuführen. Das war am Anfang, glaube ich, auch große Skepsis da. Und ich habe viele Fürsprecher gebraucht, die mal sagen, ja, hört's dem mal zu, der hat schon wahrscheinlich ein paar Sachen umgesetzt und der ist jetzt nicht nur ein Dampfplauderer, aber trotzdem war, glaube ich, für viele auch das Risiko oder die Gefahr da, wenn wir das jetzt bewilligen. Und das ist am Schluss ein Blödsinn, oder da kommt nichts raus, da müssen ja die ihren Kopf hinhalten, deswegen habe ich dafür auch vollstes Verständnis. Wie wir dann aber mal die Bescheide hatten und wir wirklich dem Projekt nahe gekommen sind und die gemerkt haben, ich meine das ernst und wir ziehen das wirklich durch, muss ich sagen, waren die alle richtig großartig. Also die haben echt eigentlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass es irgendwie möglich wird und uns keine Steine in den Weg gelegt, was ich echt nicht für selbstverständlich halte. Also am Anfang habe ich ja mal mit den ersten Teilen der Videocrew, die sich dann quasi immer mehr eskaliert hat und immer größer wurde, mit jedem Gespräche geführt, was ich machen will, und hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das Ganze doch ein bisschen komplizierter wird, als ich mir das auch gedacht habe zu Beginn. Und es hat dann geendet in ja unendlichen Meetings, die lange waren, die intensiv waren. Wir sind dann auf immer mehr Challenges draufgekommen. Es wurde alles immer penibler und viel mehr bis ins letzte Detail geplant. Wo kommt die Sonne her? In welcher Achse muss man filmen? Wo muss ich fliegen? Was darf ich nicht überfliegen? Wir haben dann auch schon Skizzen gemacht, wie wird die Flugbahn ausschauen? Wo dann auch, habe ich dann mit der Fallschirmfirma lange diskutiert. Hat viel geholfen und es war ja ein absoluter Wahnsinn eigentlich, wenn ich mir denke, wie viele Leute, die Produktionsfirma da in Einklang bringen musste, auf deren Seite die ganzen Kameramänner, dass die wissen, wo sie stehen, was sie zu tun haben, was jeder machen muss, bei welchem Absprung. Also die Detailarbeit und auch da die bürokratische Arbeit ist dann doch ziemlich ausgeartet. Also für mich das Loslassen an dem Tag und die Zügel aus der Hand geben und wirklich jetzt meinem Team komplett zu vertrauen, war schon sehr schwierig. Also ich wusste, dass da jeder über sich hinauswachsen wird und Leistung bringen wird, aber trotzdem habe ich doch festgestellt, dass ich vielleicht ein bisschen ein Kontrollfreak bin, und aber an dem Tag wusste ich einfach, ich sitze im Heli, ich springe, ich kann mich um das nicht kümmern und ich muss darauf vertrauen, dass sich die Leute am Boden drum kümmern, dass die Filmcrew steht, wo es geplant war, dass die Fotografen wissen, was sie tun sollen, dass wir da alle Shots bekommen, dass keine Schaulustigen irgendwo hingelassen werden, dass der Schirm richtig gepackt wird. Und am liebsten, wenn ich dann dort gestanden bin, ich hätte am liebsten telefoniert mit der Polizei, ich hätte am liebsten meinen Schirm selber gepackt und wäre am liebsten noch das Auto nach Stockerau gefahren, aber es geht einfach nicht. Also vom Gefühl her, der Druck bis zu dem Moment, wo der Thomas den Motor angeworfen hat, war wirklich enorm. Ich hatte in den letzten Wochen davor brutale Rückenschmerzen, immer Nackenschmerzen. Ich konnte den Kopf wirklich schon gar nicht mehr drehen. Dann bin ich in dem Heli drinnen. Der Thomas wirft den Motor an, wir fliegen los. Und ab dem Moment habe ich gewusst, so, ich kann das, worauf ich jetzt hingearbeitet habe, wo alle, sag ich jetzt mal, ein Risiko eingegangen sind, dass wir das umsetzen können, kann ich jetzt zeigen, dass das passiert. Und es war von dem Moment an einfach so eine
eine Vorfreude wie bei einem kleinen Kind, was ich, muss ich sagen, ich weiß nicht, wann ich sowas das letzte Mal hatte und gefühlt habe, dass ich da wirklich drin sitze. Und ich bin dann auch zwischenzeitlich mal gesessen und ich habe einfach zu lachen angefangen, weil ich mir gedacht, das passiert jetzt nicht wirklich, dass wir das jetzt machen, dass ich da jetzt mit dem Fallschirm zur Reichsbrücke hinfliege und rausspringen darf. Dann dazwischen waren natürlich Momente, wo man dann wieder merkt, okay, puh, ich springe da jetzt raus, das muss schon klappen, dann geht man den Sprung wieder durch im Kopf. Man ist sehr konzentriert und fokussiert, wie ich gemerkt habe, okay, wir sind jetzt bei 3000 Metern Höhe, geht man nochmal alle Checks durch, passt beim Schirm alles, funktioniert alles so, man geht nochmal den Sprung komplett durch. Dann musste ich die Tür aufmachen und in dem Moment, wie ich wieder an der Tür gesessen bin, war es einfach nur so. Dass ich das 4 Jahre so durchgezogen habe und obwohl eigentlich 90% der Leute, denen ich es erzählt habe, mir sehr skeptisch gesagt haben, das geht erstens nicht, das ist zu gefährlich, das wird nie genehmigt, keiner will das, trotzdem nie den Glauben daran verloren habe, dass wir es umsetzen können und vor allem, dass es dann umgesetzt wurde und eigentlich die Aufnahmen und alles, was entstanden ist, alle Erwartungen weit übertroffen hat. Wie das erledigt war und ich das geschafft habe, dass wir das durchziehen und dass wir dieses Projekt machen, von einer auf die andere Sekunde waren meine Rückenschmerzen, die ich seit Wochen hatte, weg. Ich konnte meinen Kopf wieder drehen. Also es ist schon spannend, was auch die Psyche mit dem Körper macht und wie sich dann so ein Druck, über den man dann vielleicht doch relativ wenig redet nach außen, wie sich der auswirkt auf den Körper. Da an der Stelle muss man einfach sagen, dass ohne die vielen helfenden Hände so ein Projekt einfach absolut unmöglich ist, das durchzuführen. Und deswegen riesen Danke an mein Team, an die Filmcrew, die diese geilen Aufnahmen möglich gemacht hat, an die Fotografen, insbesondere den Lukas Kavert, an die gesamte Bodencrew, an alle Helfer aus dem Fallschirmverein, an den Thomas Morgenstern. Es gibt so viele, die ich erwähnen könnte. Die Liste ist endlos. Ich hoffe, blenden sie dann irgendwann mal ein. Aber es gibt so viele Leute, denen ich meinen tiefsten Dank auch aussprechen muss, auch vor allem die mitgeholfen haben. Ich bin schon sehr dankbar und auch ein bisschen demütig, was wir da geschafft haben. Und ich traue mich jetzt nicht mehr Namen zu nennen, weil ich sicher wichtige Leute vergesse, denen ich unendlich dankbar bin. Ja, möglich gemacht haben das eigentlich alles private Sponsoren wie beispielsweise Volksbank, Breitling, Suzuki und J Athletics und dann natürlich die Filmcrew, Fotografen, die eigentlich alle mich unterstützt haben, ihr Material zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, okay, wir glauben an die Idee, wir machen das eigentlich auch mit dem gleichen Herzblut und verlangen dafür jetzt nicht das, was sie definitiv für ihre Arbeit verdient hätten. Es war natürlich ein schönes Gefühl, dass das, worauf man hingearbeitet hat, dann auch dieses mediale Echo bekommt und vor allem, was mir ein gutes Gefühl gegeben hat, war, ich kann damit meinen Partnern für das Vertrauen und das Risiko, das sie eingegangen sind, auch was zurückgeben, weil das muss man halt ehrlich sagen, die wussten, wie sie in mich investiert haben, nicht bin ich jetzt der große Dampfplauderer und erzähle ich nur einen Blödsinn oder passiert das wirklich? Und ich habe denen natürlich gesagt, ja, wir werden sicher irgendwo in die Zeitung schaffen und wahrscheinlich wird auch ein TV-Sender darüber berichten. Aber dass wir dann so ein mediales Echo auslösen, hat sich, glaube ich, auch, da hat sich, glaube ich, auch das hohe Risiko von den Partnern wirklich gelohnt.
Ich glaube nicht, dass man ein Gesicht zuordnen kann. Ich glaube nicht, dass man meinen Namen zuordnen kann. Aber wenn man jetzt ein paar Leute auf der Straße fragt, habt ihr mitbekommen, dass irgendein Verrückter mit Inlineskates und Fallschirm auf der Reichsbrücke gelandet ist? Glaube ich, würden doch sehr viele Leute mit Ja antworten.